Heute mal wieder ein Movie von mir. Wie sieht das Wetter aus? Wir haben es 8.07 Uhr. Wir halten mal rum. Boah, herrlicher Sonnenschein. Ist zwar ganz schön bewölkt, aber noch okay. So, wir haben hier, das zeige ich euch mal irgendwann die nächsten Tage, ein Eichhörnchen, was hier ständig hier in den Bäumen sich Äste holt und wieder verschwindet. Ja, wird wahrscheinlich ein Familienzuwachs sein. Und wir werden mal gucken. Ich habe schon mal drauf gefilmt, weil das echt lustig ist, wie sich das Eichhörnchen da mit den riesen Zweigen durch die Bäume wühlt. Ansonsten, wenn euch meine Movies gefallen sollten, würde ich sagen, und ihr immer wissen wollt, was auf dem Kanal los ist, wenn ich online gehe, wenn die Filme rauskommen, müsstet ihr ein Abo da lassen, was uns natürlich riesig freuen würde. Es geht ja demnächst wieder auch mit die Shorts los, da rollen ja die Abos wie wild. Ansonsten, ja, Glocke betätigen, glaube ich, habe ich noch vergessen. Also, unser Tag heute, der wird, weiß ich nicht, wie der wird, es ist im Prinzip so. Ich bin ca. 6 Uhr munter geworden, bin aufgestanden, habe ein bisschen was gemacht am Computer und dann hatte ich keinen Kaffee und dann bin ich in die Kaufhalle zügig gerannt. Also fast schon so eine Laufeinheit, zügiges Gehen, sage ich mal, ist ein Kilometer bis zu 7-Eleven hin und zurück. Und du hast überhaupt nicht mitgekriegt, du hast geschlafen und somit ist das kein Problem, frühs mal zu rennen. Allerdings habt ihr das heute früh gesehen, beziehungsweise in den nächsten zwei Movies, kriegt ihr das noch mit, dass ja Bixi das ungünstig angebrachte Brett mir auf dem Fuß gefallen ist, also direkt auf den Knöchel drauf mit dem Metallteilen. Aber jetzt wollen wir darüber nicht mehr reden, es zwickt noch ein bisschen, aber ich denke mal in zwei, drei Tagen ist es wieder ganz okay. Ansonsten bin ich dann nach Hause. Ich habe Otto jetzt was zu trinken gegeben und wollte an für sich, weil ja alles fertig ist und alles steht, die Wohnung mal richtig auf Vordermann bringen, alles mal richtig wegräumen, dass es auch sehr wohnlich aussieht, weil wir haben hier hinten immer mal noch Sachen drauf, die ich ja irgendwo hin sortieren muss. Ja, ich muss natürlich sehen, dass wenn derjenige kommt, dem die Wohnung gehört, der hat ja auch sein Bett hier, also wir schlafen ja hier. Aber das erkläre ich bei der Roomtour. Ich mache dann vielleicht noch mal eine Roomtour, ich kann es euch nicht sagen, ja, weil im Prinzip ist es jetzt so, ich habe schon angefangen, bin schon mitten dabei, was habe ich gesagt, 8.10 Uhr. Also, jetzt hat aber meine Frau gestern Abend noch eine Nachricht geschickt, also es ist so, sie ist gerade da. Und ja, sie vermisst Otto und mich natürlich. Sie ist extra gekommen, theoretisch, und ich habe aber gar keine Lust. Und du müsstest am Morgen wieder in die Schule. Also wir haben es heute Sonntag. Und ja, es ist jetzt so, ich mache jetzt noch sauber und wühle und mache noch die Filmchen. Ihr seht es gerade hier. Also es ist so, dass es jetzt mein Arbeitsbereich ist hier. Ich lasse das also, das ist supi. Ich muss nur immer einen Stecker rausziehen und das USB-Kabel, das HDMI-Kabel, das könnte ich drin lassen, aber das ist supi hier. Da kommt das super zurecht. Und wie gesagt, ich mache jetzt noch sauber, wühle hier noch rum. Und ja, wir warten auf den Anruf und dann werden wir sehen. Es ist natürlich so, ja. Boah, auf der einen Seite würde ich schon gern fahren, aber auf der anderen Seite nervt es auch. Das wäre natürlich auch gut, dann könnte ich die Matratze und die paar Stühle gleich mitnehmen. Also, ich würde sagen, ich entscheide mich noch und wir werden sehen. Ihr werdet es
Er wird sehen. Also würde ich sagen, Werbung. Gemacht. Das regnet hier, wenn ich ihn lade. Ja, der hat einen Regenschirm. Ja. Na? Aber das hast du ja schon gemacht. Das sollst du ja nur noch ausmalen. Ja. Komm, wir lassen die Leute mal gucken. Ja, das ist super schön geworden. Ja, es ist ja nur, das sind die Rundungen und... So, das sind die Buntstifte, kannst du malen, ja? Okay. Also, hier ist er wieder. Boah. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Und zwar bin ich heute schon 4.400 Meter gelaufen. Das heißt, knapp einen Kilometer heute früh Sport. Und jetzt nur in der Wohnung 3 Kilometer. Wir haben es jetzt 10.07 Uhr. Ja, wie gesagt, wir warten immer noch auf den Anruf von meiner Lieben. Ich weiß nicht. Otto macht Schulaufgaben. Und bei mir passieren manchmal so ganz komische Sachen. Ich weiß auch nicht. Also wir haben jetzt den Fernseher hier oben. Den haben wir vom Netz genommen, weil wir gucken eigentlich nicht. Es ist, was soll ich dazu sagen? Wir gucken eigentlich iPad, aber nächste Woche kümmert er sich nochmal drum um Airplay, dass wir da vielleicht zocken, mal können wir da mal zusammen zocken oder was ich weiß. Ja, auf jeden Fall habe ich den Stecker rausgezogen und da braucht es wenigstens über eine Minute, ehe die Kontrollleuchte ausgeht. Dann habe ich mir Kopfhörer gefunden. Ja, weiß ich nicht. Ich habe sie mal gleich ausprobiert. Jetzt haben wir ein Riesenproblem gehabt. Jetzt steck die rein, die gehen, nimm die wieder raus. Aber das iPad. Er macht den Lautsprecher nicht mehr an, also bleibt auf den Dingern hier. Sind wir mit dem, ich habe Bluetooth alles ausgemacht, alles probiert, das ging nicht. Jetzt sind wir hier eine Runde unten lang gelaufen, um von allen sämtlichen Kontakten vielleicht gelöst zu werden. Jetzt kommen wir hoch, geht wieder. Ich habe natürlich bis jetzt sagen nochmal vorher eine Viertelstunde rumgemerkt und probiert und gemacht und getan und es ging nicht. Ich habe schon wieder geschwitzt, weil der Papa war dran schuld, ich könnte doch nicht mal rumdrehen, aber ist so wie es ist. Also, wie gesagt, ich bin noch voll am Würschen. Ich würde es auch schaffen heute. Ich sag mal so, ich habe hier noch ein paar Sachen, die nach Bangkok müssen. Das eigentlich schön, dann wäre die Wohnung topfit, top supi. Dass wir da ein paar Sachen mitnehmen, wie die Matratze hier zum Beispiel, die gehört ja nicht hierher, die haben wir übrig. Und weil es ja so ist, dass die Schwester jetzt auf meiner Matratze schläft, schaffen wir die noch hin, da sollte sie sich ein eigenes Bett bauen. Oder ein eigenes Zimmer, was sie in Bangkok machen, ist mir jetzt eigentlich egal. Also, wie gesagt, wir warten auf den Anruf von der Mutti. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er auch schon unterwegs. Ich habe keinen Plan. Es hat ja gestern Abend nur eine Sprachnachricht noch drauf geschickt, aber da haben wir schon geruht. Ja, das Otto natürlich, also selbst der Otto und ich, sie vermisst uns und sie würde uns gern sehen. Schwierig, schwierig, wir warten ab und... Ich werde es euch sagen. Also, Eichhörnchen ist gerade wieder unterwegs. Bis gleich. So, Zwischenbericht. Boah, ich bin völlig durch. Ich muss noch einmal gucken. Bin ich bestimmt noch mal Kilometer gerannt. Aber es ist ein Ende in Sicht. Also, wir werden jetzt, Otto spielt, hört seine Lieblingsmusik. Und ja, wir werden jetzt, ich werde ihn jetzt gleich hochscheuchen, ein Bett machen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal. So 20 Minuten habe ich zu tun und dann machen wir mal eine kleine Rumtour. Nur eine kleine. Boah.
Also, bis gleich. Ist da als Knopf. So, hier ist er wieder. Wir sind fertig. Es ist 12.40 Uhr. Ich bin heute 6.757 Schritte gegangen, insgesamt 5,13 Kilometer. Also, wir waren ja nur ganz kurz unten, das war nicht so. Also, wir sind runter, wir sind gleich wieder hoch. Ansonsten war ich ja nur rennen heute früh einen Kilometer. Also habe ich heute in dieser Wohnung zugebracht 4 Kilometer gelaufen, nur in der Wohnung. So, also. Meine Frau hat auch noch nicht angerufen. Die Liebe scheint ja so groß zu sein zu ihrem Kind und zu mir, dass sie vergessen hat anzurufen. Oder weiß ich was ist. Ist egal, wir machen jetzt mal die Romtour. Ja? Ja, ich will den Leuten mal zeigen, was mal so, wie wir zwei heute früh aufgeräumt haben. Nicht wenn ich Movie mache und wie. Ja, Papa, ich spiele gerade. Ja, da leg dich hin und spiel oder setz dich hin und spiel, ist egal. Ich kümmere mich gleich um dich. Ich bin hier in 4 Minuten fertig. Und dann lade ich so und dann haben wir Zeit. Und wie gesagt, vielleicht müssen wir einmal wegfahren. So, ich schalte mal um. Also so sieht der Balkon aus. Hier sitzt Otto meistens, hier sitze ich jetzt und ja, hier mache ich meine Arbeiten. Ihr seht hier super. Den brauche ich eigentlich nicht, aber hier für Außenarbeiten finde ich sehr schön, weil ich sitze eigentlich am liebsten hier. Und so, dass ich hier diese Aussicht habe. So. Allerdings, wenn ich gehe oder die Balkontür zumachen muss, dann muss ich den HDMI-Kabel raus und den Stecker raus. So, und wir gehen mal rein. So, also hier haben wir schon mal Odir. Das ist ja unser Bett. Dann haben wir hier das neue Schreibtisch. Es ist so, dass hier natürlich ich immer einen leichten Buckel kriege beim Arbeiten und deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Hier wäre der Computer, Wi-Fi-Box und normaler Fernseher. So, mein Fahrrad habe ich ein bisschen auseinandergeschraubt, das seht ihr hier. Hier ist das Bett, von dem die Wohnung eigentlich gehört. In diesem Fall müssen wir vielleicht noch sagen, die Matratze kommt raus, die schaffen wir nach Bangkok. Hier sind jetzt nur Schulsachen drauf, also er hat ja Schuluniform, eine Sportuniform und eine Kunstuniform. Und hier ist sein Bett für die Schule. Das kriegen wir am Freitag mal mit, das müssen wir mal durchwaschen. Es ist so, dass die Kinder das Ding auf dem Fußboden ausrollen und ja, dann da drauf schlafen. Das kommt auch nach Bangkok. Grüße gehen raus, Marcel. Die muss ich noch anstellen. Und hier ist die Küche. So, also haben wir einen Kühlschrank und noch eine kleine Anrichte. Opa Otto. Die kleine Anrichte, also hier haben wir noch ein bisschen was vom Frühstück übrig. Knoblauchbrot und ja, die Toilette, das ist ja jetzt nicht unbedingt, ist ja sehenswert. Aber dass ihr es einmal seht. So, ich würde sagen, das soll es heute erstmal gewesen sein. Wir verabschieden uns. Und hoffen, dass euch die Movies hier gefallen haben. Also nicht so auf den Dreck gucken, weil es ist, wir sind eine reine Männerwirtschaft. Also in dem Sinne, bleibt mir ja gesund. Bleibt mir treu. Bleibt mir treu, macht's manchmal besser und werdet alle glücklich!